Hallo. Ja, kennt ihr das schon, ne? Allein zu Hause bin ich wieder. Heute ist Samstag, Eike ist noch arbeiten. Ja, ich muss euch was erzählen. Und zwar hatten wir ja die Heißluftfritteuse, die wir hatten hier den Eltern gegeben von der Elke, weil die unbedingt haben wollte. Und da war die natürlich total traurig drüber. Die sagte dann zu mir: Oh, Scheiße, ich wollte auch mal diese Reispapierdinger essen, die so schmecken wie Chips und so. Ja, und das tat mir dann so leid, ey. Ich kann das dann nicht. Wenn die was haben will, dann muss ich dir das besorgen. So. Dann habe ich mal gegoogelt. Oder irgendwie komme ich von der Firma Kosori nicht weg. Weil ich habe gegoogelt, also die besten Heißluftfritteusen, die es so gibt. Und da war Kosori auf dem ersten Platz. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann holst du sie. Es ist hier aber doch ziemlich groß. So, dann habe ich die dann ausgepackt, weil ich hätte ja nicht verstecken können. Ich wollte ja eine Freude machen. Ich wollte dir dann nicht abends zeigen, weil sie dann zu wenig Zeit hat. Weil dann kann sie danach direkt irgendwas Leckeres machen, wenn sie da ihre Reispapierdinger machen will. Habe ich den Karton entsorgt. Weil sonst hätte ich die nicht bei mir oben in meinen Schrank bekommen, weil da guckt ihr nicht rein, nur wenn die Wäsche gebügelt ist. Und das macht sie ja eigentlich heute, wenn sie Bock hat. Ist mir aber auch egal, ob die bügelt oder nicht. Auf jeden Fall kommt ihr irgendwann, naja, ich zeige euch die jetzt erstmal. Pass auf. Die ist also doch ziemlich groß. Ziemlich groß. Die hat so einen 10-Liter Behälter. Warte. Da muss ich für aufstehen. Einen 10-Liter Behälter. Da, recht groß. Dann kann man die abtrennen hier mit so einer Trennwand. Und dann hat man halt 2 mal 5 Liter, logisch, ne? Dann kannst du halt in dem einen Ding kannst du dann Fleisch machen, in dem anderen kannst du Gemüse machen. Ich meine, das ist nichts anderes als wie bei den anderen auch, ne? Hier diese Abtropfbleche, die da reinkommen. Das Abtropfblech. Und Zange war dabei. Dann hier so ein Prospekt oder was ist das? Keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal rein. Das hatten wir doch alles schon mal. Das hatten wir doch schon mal alles. Das war doch die kleine, die wir auch hatten, die verschenkt haben. Das war doch auch dieselbe Firma. Jetzt fällt mir das wieder ein, wo ich das Dingen hier sehe. Ja, hier ist das Kochbuch und hier ist die Bedienungsanleitung. Ja, klar, ich Idiot, hab ich total vergessen. Naja, okay, sagen wir mal so. Ist auf jeden Fall geil, aber ich glaube, wenn mich wieder alles täuscht, da kommen sie schon. Ah, da bin ich schon mal gespannt, was die dazu sagt. Oh wei, oh wei. Oh wei. Naja, warten wir mal einen Moment. Ich tue mal wieder rein. Tag. Tag, warte. Ich will gerade ein Video machen. Da muss ich ein Mikrofon anmachen. Ja, unser Leben besteht nur noch aus Videos. Warte mal, stell mir die Tasche ab. Eine Brotbackmaschine. Nee. Echt? Cool? Ja, backen wir jetzt selber Brot oder was? Nein, du warst doch so traurig, dass du keine Chips gekriegt hast. Und ich habe dir eine heiße Fritteuse geholt. Ach, die ist Ja. aber riesengroß. Ja, guck hier. Wow. Ich zeige sie dir. Die ist echt cool. Die ist echt cool. Da kannst du grillen, braten, backen. Du kannst alles mitmachen. Du kannst Brot backen, du kannst Chips machen. Das ist aber jetzt die letzte. Ja, pass auf. Wenn die gut ist. Ja. Abtropfbleche. 2 mal 5 Liter. Kannst du rausziehen. Ach. Dann hast du einmal 10. Das heißt, also, du kannst einen richtigen Braten drin machen. Ja, das ist aber groß. Das ist groß, ne? So. Und das Wichtige an der ganzen Sache ist, erstens braucht die nicht so viel Strom. Die ist energiesparend. Und die hat. Warte, ich gebe dir mal das Handy in die Hand. Oder du.
Ist ja egal, warte mal. Jetzt bin ich aber baff, wann ist sie denn gekommen? Die habe ich schon ein paar Tage hier, nur ich habe die versteckt. So, okay. Jetzt musst du mich aber so filmen. So. Moment, wie geht das denn? Das sehe ich doch gar nicht. Ja, weiß ich auch noch nicht. Hi, jetzt hast du aber einen Finger davor. Ja, so. So, pass auf. Du kannst mich nicht sehen, du musst hier drauf filmen. Da sind unten zwei so Halsstäbe, ne? Ja. Genauso richtig, jawohl. Und da sind auch oben zwei Halsstäbe. Das heißt also gleichmäßiges, ja, Braten, Backen, was auch immer du möchtest. Ist ja schon bald so groß wie ein Backofen. Ja, die ist fast, aber die ist fast so groß. Nee, lad mal wieder normal. Da könntest du drin baden. So groß ist die. Pass auf, wir können die auch mal anmachen. Mir tat das so leid, wo du gesagt hast, das ist ja nicht die gleiche Form, die, wo ich meinen Eltern gegeben habe. Wieso weißt du das? Weil ich das mir sehe. Ist das gerade erst aufgefallen. Das ist Kosori. Kosori, genau. Ja, war die auch. Genau, pass auf. Ich steck die mal ein. Warte. So, also die hat genauso viel Power. Die hat genauso viel Power wie ein Backofen. Die geht bis 240 Grad. Mhm. Okay, dann komm mal hier vor. Ich bewege mal deine Hände. Mensch, du bewegst dich wie der erste Mensch. So, dann kann man die hier anmachen. Dann auf Zone. Zack, dann ist sie an. Boah, sind ja riesen Zahlen. Dann hast du links und rechts, kannst du synchronisieren. Du kannst die einzelnen Stufen verschiedenmäßig einstellen, also 240 Grad oder 100 Grad, wie du möchtest. Dann mache ich gleich direkt was drin. Ja, kannst ja machen. So, die ist auch nicht laut, also die ist schon, ja, was heißt laut ist das nicht. Ich mach's mal an. Hört schon, wie ein Düsentrieb, ne? Ja, ist aber normal. Ja? Ja. So, und dann kannst du hier verstellen auf, also das ist normal auf, das ist jetzt Braten, das ist Backen. Was du immer heimlich alles machst. Und das ist Grillen, da kannst du bis 240 Grad gehen. Okay. Ist auch geil. Ich will braten. Nachher. Ja. Roasten, ja. Genau. Kannst du machen. Und hier kannst halt die Uhrzeit, also die Minuten einstellen, wie lange das halt braten oder rosten soll. Weißt du, was ich dann nachher immer versuche zu machen? Was denn? Frikadelle. Frikadellen? Frikadellen. Ja. Kann man in der heißen Fritteuse Frikadellen machen? Ja. Hä? Im Backofen kann man sie machen. Ich habe noch nie selber im Backofen gemacht, aber ich werde das mal ausprobieren. Und so sieht das dann aus. Die ist auch schon warm. Echt? Die ist auch schon warm. Für das, okay. Von den paar Sekunden. Ne? Sieht gut aus, oder? Die passt ja noch bei uns rein. Jetzt sieht man ja die nichts. Die passt ja genau in die freie Stelle drüben. Ja. Passt hier hin. Okay, Leute, ja. Ja. Ist das auch so eine, wo du über Handy schalten kannst oder was mit so einer Handy-App? Ach so, ja, genau. Das habe ich nämlich gesehen. Und zwar ist das so, du kannst das Handy damit verbinden. Dann kannst du, ich sag mal, von der Couch aus dann sagen, nur noch 3 Minuten oder so. Ja, das stimmt. Genau, woher wusstest du das? Das ist für faule Hausfrauen. Nee, das hat mir irgendwie jemand gesagt. Es gibt auch Heißluftfritteusen, die man über Handy schalten kann. Genau, wie so ein Staubsauger oder so. Aha. Nee, das kann die auch. Synchron. Echt? Synchron V nennt sich das. Okay. Ja. Ja, Frank, ich hoffe, dass das die letzte ist. Ja, Kochbuch ist dabei, ist alles dabei. Das hatten wir doch schon mal. Ja, genau. Das ist das doch. Mhm. Tja, dann. Gut, Leute, ja, ich schreibe euch mal in die Beschreibung rein, falls einer Interesse an sowas hat. Wir haben die wieder bei Amazon gekauft. Wie immer. Wie immer, wir bestellen ja alles bei Amazon. Und dann? Hm?
Du hast die schon lange, hast du gesagt. Ich habe die schon 3 oder 4 Tage, habe ich oben. Ich habe den Karton weggetan. Der war zu groß. Das war so groß, da hätte ich nicht in den Schrank gekriegt. Ich habe die bei mir im Schrank versteckt. Du hast sie versteckt? Ja, ich wollte dich überraschen. Ich weiß genau, wenn du sowas hast, willst du die auch ausprobieren. Ja. Okay, Leute. Du bist ein Mann. Ja, wie gesagt, der Link von Amazon tue ich euch in die Beschreibung rein. Wenn ihr Bock darauf habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch, schreibt einen Kommentar, wir würden uns freuen. Okay. Das ist jetzt wirklich, ich gebe keine mehr ab, von mir kann keine mehr was haben, die bleibt jetzt hier. Ich verschenke nichts mehr. Nee, aber auch nur, wenn sie gut ist. Aber die ist gut, das sehe ich dem Ding schon an. Das sieht man natürlich, klar, ja. Das siehst du, ne? Und die ist leicht zu handhaben, ne? Sind nur ein paar Knöpfe dran. Okay. Ja, ich zeige es euch nochmal, so rundherum. Das ist aber auch ein Riesenschublade. Ich muss nochmal aufmachen, gucken. Aber das ist ja geil hier mit dieser Trennwand. Ja. Da kann man auch ja wieder unterschiedliche Temperaturen machen. Und was auch gut ist, das ist alles beschichtet. Das heißt also, kriegst du super sauber. Ja. Alles klar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Bis später. Tschüss.